Herzlich willkommen bei diesem Livestream, wieder Farpoint, dem Spiel des Schreckens für alle Arachnophobiker. Ja, die nicht wissen, was ich damit meine, in diesem Spiel gibt es sehr viele riesige Spinnen und es ist mein Job, die wegzuballern. Mein Hauptziel ist es aber eigentlich, meine verschollenen Kollegen hier irgendwo zu finden. Und das läuft mir weit zu gut ab. Ich habe eben kurz meine Kamera justiert. Ach, Raketen zum Mitnehmen. Ja, gerne doch. Mal bin ich kleiner geworden? Granaten nehme ich auch gerne mit. Am letzten Mal haben wir auch die Schrotflinte gefunden. Fällt mir gerade auf. Puh. Also um den Chat zu sehen, muss ich hin und wieder wie Asset bzw. das Sichtteil kurz vom Kopf nehmen. Also nicht wundern, wenn ich nicht direkt auf Kommentare reagiere. Ich habe das Audio jetzt versucht, bei mir so gut wie möglich für euch zu machen, aber besser kriege ich es einfach nicht hin. Und da ist auch schon eine dieser wunderschönen Geschöpfe der Natur, die ich gerade eben ansprach. Sie kommt her. Nein! Tschüss! Ich wollte die nachladen. Wahaha. Eigentlich ist das Spiel da hinten ja eher schlimm. Ich habe gehört, du magst Raketen. Gut zielen. Tschüss! Ich glaube, ich habe hier ein Stück weggesprengt. Ich mach fertig, Baba. Aber Leute, die richtig riesigen Spinnen kommen noch. Ich habe einen Clip rausgeholt, weil ich das anfangs nicht bemerkt hatte. Es gibt eine Spinne, die ist offenbar 10-mal größer als die da. Also, danke. Da ist auch noch eine. Du willst Stress? Hm? Hm? Du willst dich mit mir anlegen? Du? Hm? Da ist sie geplatzt. Ist ja gut, ich lasse deinen toten Kollegen in Ruhe. Das war knapp. Komm nur leben. Das muss ich erstmal regenerieren. Roll weiter. Also wie gesagt, ab und zu gucke ich auf den Chat. Ich gucke, ich kann ja hier bei mir eine Zeit sehen. Ich kann ja nur gucken, dass ich in 15, 20 Minuten Rhythmus mal kurz in den Chat gucke. Aber glaubt mir, ich bemerke sonst nicht, dass irgendwer von euch dem Stream beigetreten ist. Und ich habe übrigens beschlossen, dass ich das Twitch-only lasse. Nein. Ich hole dich auch noch weg. Okay, zum Glück sind noch keine kleinen Spinnen da. Ich habe auch schon die Raketentaste gedrückt. Ich habe sie wirklich nicht mit Absicht gedrückt. Ich habe nur den Handschuh meiner rechten Hand ein bisschen enger gemacht. Dich kann ich auch von hier aus erwischen. Ich weiß halt nicht, wie weit ich schießen kann. Ah, ich kann wirklich weit schießen. Ich habe die von hier aus gekillt. Ich habe mir auch schon die Erfolge angeguckt, die man in dieses Spiel holen kann. Und ich muss mehr versuchen, die Viecher tatsächlich in der Luft zu erwischen. Also diese ganz kleinen. Dafür gibt es einen Erfolg. Hab dich gesehen. Die verstecken sich doch bestimmt noch ein paar. Im Übrigen, durch die Erfolge habe ich auch noch gesehen, es gibt sehr viele Waffen, die man freischalten kann. Iiii. Die spucken irgendeine Säure. Die gibt. Oh, noch mehr Granaten für mich. Und meine Raketen habe ich aufgefüllt. Okay.
Vom Timer her, ich mache ungefähr bis 22 Uhr. Dir gönne ich gerne ein paar Raketen. Ich habe eine der Giftspinnen erwischt. Ja, komm. Bring doch. Au. Okay, ich habe die Spinne erwischt, die ich erwischen wollte. Die darf mir nicht zu nahe kommen. Komm doch her. Trau dich. Also wenn mal einer gecheckt hat, wie sie kämpfen, sind sie nicht mehr so scary. Die schreien immer eher, bevor sie springen. Das andere Vieh, das stampft immer und das Schießervieh, das läutet immer erstmal einmal kurz. Danach kann man sich so ein bisschen richten. Ich bin schon gespannt, was für Viecher noch auf mich warten. Puh. Erstmal auf die Fernkampfwaffe gehen und da hinten drauf schießen, weil das glaube ich wieder einer von denen ist. Ach ja, ich soll auch ein bisschen mehr auf diese Zwiebeln schießen, die hier überall rumstehen. Ach, das ist keine Spinne, das ist irgendwas von. Ich wollte ja erst sagen, von dieser komischen Space Station, aber das sind irgendwelche komischen Pflanzen. Ach du Scheiße. Das Oder kann das nicht sind. gut sein. Oh, das sind glaube ich Eier. Ich mach die mal lieber kaputt. Sicher ist sicher. Ich mache die alle sicherheitshalber über Fratze. Zumindest so gut ich kann. Ich vernichte sie, bevor sie ihren Nachwuchs zeugen können. Zumindest so gut es geht. Gott, wie viel haben die denn hier gelegt? Die ganze Höhle ist ja voll damit. Die Dinger schlüpfen safe noch. Reicht es eigentlich auch aus, wenn ich mit der Shotgun nach rein spraye? Die kommt nicht mehr bis da oben hin. Die soll die da auch noch kaputt machen. Es gibt noch ein Scharfschützengewehr, habe ich gelesen. Auf das freue ich mich schon. Wie viel hier einfach ist. Einfach mit der Shotgun wegbraten. Das ganze Zeug.
Boah, ein bisschen mehr. Tatsächlich treffe ich damit sehr viel. Wie viel hier einfach ist. Okay, ich lade die Shotgun mal voll und nehme wieder die andere. Gut, dass ich keine Arachnophobie habe. So, leicht habe ich das Netzabteil auch kaputt. Puh. Wisst ihr was? Warum? Es erwischt nicht mal viel davon. Gott, ey. So viele von diesen komischen Dingern. Ich hoffe, es ist die richtige Entscheidung, die kaputt zu schießen. Ich habe jetzt eine Rakete dafür genutzt. Er schien mir schneller. Ist da noch was? Ja. Kann so ganz leicht dazwischen. Was erkennen. Hab's erwischt. Wie hieß es immer so schön, tötet es, bevor es Eier liegt. Ja. Ich bin jetzt dabei, die Eier kaputt zu machen. Wenn das keine schönen Eier sind, tut's mir leid. Ich sehe da noch eins. Einfach reinfällt, ich kann damit nicht falsch liegen. Vor allen Dingen, ich sehe doch, da sind irgendwelche Larven drin. Schon ein bisschen doof, dass ich immer so lange zum Nachladen warten muss. Und weg damit. Weniger, desto besser. Oh, da habe ich mir eine Aufgabe vorgenommen. Oh, irgendwann muss ich doch mal treffen. Ich hab's getroffen.
ungefähr in der Richtung halten. Ich glaube, das da habe ich schon kaputt. Da geht ganz schön auf den Nacken. Ich weiß nicht, ob wenn es im Real wäre, das hier, ob ich es leichter hätte, diese Dinger kaputt zu schießen. Ich wäre sowieso schon längst tot wahrscheinlich. So viele Spinneneier. Das ist schon kaputt. Ratze. Ich hoffe, was ich hier mache, ist sinnvoll. Weg sind sie. Aber ich glaube, die Entscheidung, das alles kaputt zu schießen, ist richtig, weil bisher ist mir keine Spinne hier entgegengekommen. Okay. Noch gesehen und was angehauen. In meinem Zimmer. Okay, die ist voll. Ach, das sind Steine. Ich dachte, das wäre eine Spine. Hallo? Habe ich was gehört? Nee. War nur ein Bild. Also da vorne kommt doch safe was. Oh, einen Moment, ich muss mich mal eben kurz unter der Brille platzen. So, jetzt kann ich wieder. Hinweis zur holographischen Datenrettung. Bitte alle Fragmente lokalisieren. Ach du Kacke, hier kommt doch safe was. Ich kann das Ding nicht weiter nach vorne halten. Ich warte hier, wenn du das anguckst. Nein, noch nicht. Aber weit kann es nicht mehr sein. Und wie geht's dir da draußen? Du läufst schon ziemlich lange. Oh, mir geht's super. Ich könnte eine Fußmassage brauchen für etwa 10 oder 11 Jahre nachdem ihr, falls sich das irgendwie einrichten lässt. Oh, aber klar doch. Ich arrangiere das. Er will sie selber machen, die Fußmassage. Ich trau dem Schmarrn hier nicht. Ich kriege hier wieder Raketen. Und Granaten. Wo bleibt meine Schlacht? Ich versuche schon mehr die Knarre so zu wechseln. Ich höre das Unheil. Hier liegt noch mehr Granatenmunition. Ich habe Angst. Ich habe das Gefühl, da kommt jetzt Mama raus. Da ist Mama! Oh mein Gott! Wir können das Bild nicht klären. Ich glaube, das muss ich abschießen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen.
Ja, ich soll ins Maul schießen. Pam! Ich wollte das Spiel nicht klären. Aber du wolltest nicht. Und jetzt haben wir den Salat. Ich habe Angst vor dir, du hast Angst vor mir. Das klärt sich doch irgendwie. Da kommen jetzt auch noch die Kleinen. Ja, natürlich hat die Fernkraft geschossen. Du, da komm mal her. Komm her! Auch die Kleinen sind mehr zu spawnen. Okay, hier drunter bleiben, da trifft die mich beschissen. Da kommt der nächste Sturm. Da kommen noch die Grabenden. Ja. Aua. Nein! Zu spät! Mann! Ich brauche Raketen! Als ob jetzt keine Raketen mehr sind. Das ist die Hölle! Komm, 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 komm! Out! Bitte! Oh. Ich muss erstmal kurz verschnaufen. Guter Penner! Oh, weil ich nicht mehr ab! Das nicht! Ich wollte die weg und von hinten gesprengt. Von Mama Spinne. Okay, sie macht das Maul auf. Schluck! Ich brauche Granaten, wo die Granaten. Nein! Ich brauch die! Schau mich gerade nur um wegen den kleinen Spinnen. Da hockt auch eine von diesen kleinen Mistviechern. Aua! So, jetzt kann ich wieder auf die Granaten gehen. Wenn wir diesen Streit beilegen, ich will echt keinen Ärger. Hab ich ihn gekillt? Ich hab Mama umgebracht. Ich bin Gott. Ich hab sie umgebracht. Ich hab sie alle umgebracht. Ich mach Glück. Okay, jetzt kommt eine Sequenz, ich halte die Klappe.
Ich klebe das auch mal nebenbei. Soll ich das machen? Ziemlich großen Staubsturm genau über mir hier. Ich weiß nicht, wie hoch die Windgeschwindigkeit ist oder ob er in deine Richtung zieht, aber du solltest Schutz suchen. Verstanden. Aber ich esse schon zu Abend auf der Pilgrim lange, bevor es soweit kommt. Hey, alles okay? Du warst still. Komm schon, lass mich nicht hängen. Es ist ziemlich einsam hier. Ich bin nicht sicher, ob jetzt der richtige Moment dafür ist. So ein Quatsch, raus damit. Na gut, also. Du erinnerst dich an die Batterien, die alle nur zu 1% geladen waren. Ja? Bis sich so eine Batterie auf nur 1% entleert, dauert es ungefähr 30 Jahre. Also habe ich nachgedacht. Und ich bin rausgegangen und habe etwas von dem Schimmel von der Außenhülle abgekratzt. Alles okay? Ja. Alles okay. Ja, also habe ich die Wachstumsrate gemessen. Und eine solche Ausbreitung des Schimmels dauert etwa 30 Jahre. Worauf willst du hinaus? Tja, jetzt wird es kompliziert. Die Pilgrim durchquerte das Wurmloch ungefähr 3 Sekunden vor uns. Aber die Batterien, der Schimmel, deuten an, dass die Pilgrim seit ungefähr 30 Jahren hier ist. Eva, ich will darauf hinaus, dass in jeder Sekunde auf der anderen Seite des Wurmlochs hier 10 Jahre vergehen. Du verstehst, was ich meine. Es ist eine Theorie, aber wenn du jemanden bei der Pilgrim findest, werden sie 30 Jahre älter sein als vorher. Und sie hatten vielleicht nicht genug Vorräte. Die Pilgrim hat einen Haufen Vorräte. Okay. Und weißt du was? Das ist doch sogar eine gute Nachricht. Denn wenn das stimmt, hatten sie in 30 Jahren mehr als genug Zeit zur Reparatur eines Shuttles. Und das heißt, wir können alle zusammen hier weg. Also, solange sonst nichts mehr schief geht. Wie viele Sekunden später bin ich eigentlich hier gelandet? Alles okay. Der Sturm macht Probleme mit dem Funk. Was zum Teufel war das? Das war das Fenster. Ich hab's geflickt. Ich denke, es hält. Bist du okay? Alles okay, ja. Alles gut. Ich meine, geht's dir gut mit dem, was ich gesagt habe? Na klar. Ja, wird schon alles gut werden. Also das ist eine interessante Zeitrechnung, die da existiert. Außerhalb des Wurmlochs 1 Sekunde, innerhalb des Wurmlochs 10 Jahre. Ich hatte übrigens nicht wundern, dass der Controller gerade so liegt. Ich habe den nur auf dem Schoß liegen. Wegen der Sequenz. Der Sieg über Mama Spinne. Das war das Highlight des heutigen Abends. Kann mir erzählen, was man will. Da drin sind doch safe irgendwelche Larven von denen. Wohl heißen die Spinnenlarven auch wirklich Larven?
Weil Spinnen sind ja keine Insekten. Ich weiß nicht, ob die ganz kleine Version von den Spinnen, also das jüngste Stadium, eine andere Bezeichnung hat als Larve. Müsste ich mal nachgucken. Da gibt es Fachbegriffe ohne Ende. Also selbst wenn ich eine Sekunde später hier angekommen bin als die, dann bin ich ja trotzdem 10 Jahre nach denen dann hier, ne? Also die Pilgrim wurde doch deutlich vor mir eingezogen. Und wenn ich eine halbe Sekunde hier vorher eingeflogen bin, dann bin ich 5 Jahre dann, glaube ich, nach denen hier. Also egal wie man es rechnet, ich bin safe mindestens ein Jahr später, nachdem die hier gelandet sind hier. Das heißt, die sind doch 100% schon längst weg. Sag mal, ist die Spinne nochmal größer? Nee, das ist diese ganz fette. Komm. Nein, du fällst schon vorher um. Aber deine Leiche fliegt mir halb ins Gesicht. Nein. Keine Ahnung, warum die sich weggeportet haben. Wollte ich sagen. Ich glaube übrigens, da kommen noch größere Viecher als Mama-Spinne. Aber ich hatte mich gerade auf die rechts konzentriert, links konzentriert. Aua! Ja, boom! Ja, komm! Spring doch! Ich muss die da provozieren. Ja, fliegt mir noch mehr entgegen. Vielleicht bringe ich das hier doch auf YouTube, weil das mit Mama Spinne beispielsweise gerade eben war mega spannend. Also als Zuschauer wahrscheinlich. Für mich war es die Hölle. Ja, ich hab sie drei von euch. Weg mit euch. Aua. Erstmal in Sicherheit liegen. Ich hoffe, ihr trifft die nicht. Okay, die ist voll. Und ich habe wieder volles Leben. So, jetzt können wir beide uns gerne bekriegen. Ich treffe die von hier nicht. Danke, dass du endlich mal irgendwo stehst, wo ich dich auch treffen kann. Kann ich mal eine neue Waffe haben? Ich hätte gern Scharfschützengewehr. Ich weiß, dass es einen in diesem Spiel gibt. Ich habe den Erfolg gesehen, als ich mir die Liste durchgeguckt habe. Oh, Kacke. Nein, ich habe drunter geschossen. Ha! Ich habe keine Granaten mehr. Was sagst du dazu? Nein. Du kannst mich mal. Ich kann die, glaube ich, nicht schieben, ne? Nee. Aber ich kann ihn zerballern. Ich hoffe, ich habe da unten irgendwas mit der fehlgeworfenen Granate getroffen. Die ist voll. Was zum Teufel ist das? Was bist du? Will ich von dir gescannt werden? Hallo? Es schießt mich ab. Ich hab's kaputt gemacht.
Ich hoffe, das war richtig, es kaputt zu schießen. Das ist ein neuer Gegnertypus zwar. Und jetzt fliegen die auch noch und schießen nach mir. Warum sind die Gänge hier immer so schmal? Oh, da hinten ist was richtig Großes. Und ich glaube, ich kann hier jetzt gleich wieder irgendwas scannen. Es sieht schon so aus. Hallo! Bist du nett? Ich will von dem Teil gescannt werden. Das ist ein weiteres Stück der Pilgrim, ne? Halleluja! Ey, du da! Hier! Hallo! Nee, ich bin immer ein Feind! Okay, abschießen! Immer abschießen! Weil sonst kommt eine Armada. Ich dachte, das Ding wäre vielleicht möglicherweise auf meiner Seite. Vielleicht ist es auch teilweise auf meiner Seite. Vielleicht schießt es die Spinnen ab, wenn es die sieht. Kann ja sein. Ey, das werden immer mehr. Okay, wenn einer alarmiert ist, dann werden alle alarmiert. Alter, das Scheißding ist so schnell. So schnell kann ich doch gar nicht hinterherkommen. Das sieht aber wirklich nach der Hauptabsturzstelle aus. Warte mal. Ich bin kurz nachher runtergeknallt. Kurz vorher. Also da kam ja wirklich... Wenn wir jetzt Ingame-Zeit mal so schätzen würden, bin ich, glaube ich, schon einen halben Tag unterwegs. Weil es ist bisher keiner Nacht gewesen. Beiträchtigung, die man da machen müsste. Ja, die schießen die Spinnen ab! Okay, sie sind so halb auf meiner Seite. Sie kämpfen gegen die Spinnen, aber sie kämpfen auch gegen mich. Ich lasse die erstmal die Spinnen kaputt schießen. Die nehmen mir die halbe Miete ab. Ja, konzentriert euch weiter auf die Spinnen. Ignoriert mich einfach. Wieder eine kaputt. Nimm mich die Dinger. Also wenn ich es irgendwie kann, sollte ich die in die Gebiete von den Spinnen locken. Weil die nehmen mir die halbe Arbeit ab. Mindestens. Also die ballern die komplett weg. Ich habe jetzt nicht unbedingt was davon, wenn ich die zerballern muss, die Spinnen. Also nicht mehr, als wenn sie das machen. Ja, hier war Hauptabschussstelle. Kannst du das auch sehen? Ja, aber ich glaube es kaum. Mima, vielleicht solltest du besser gehen. Nein. Nein, ich suche weiter nach der Pilgrim. Also das ist nicht die Pilgrim. Cass, such nach menschlichen Überresten. Keine da. Was sind denn alle? Scan abgeschlossen. Suche ergebnislos. Ich frage mich, wie gut ich die mit der Stromblitz zerballern kann, diese Maschinen. Ah.
Aber eigentlich aus der Ferne, wenn ich nur einzeln wegschieße, sollte es gehen. Da leuchtet's. Leuchten ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Ich glaube, da arbeitet einer. Hallo? Ich kann diese Lampe nicht kaputt schießen. Zwei Schüsse und das Ding ist Bratze. Mit der Schrotflinte. Okay. Suchen wir Locken. Ich kann da nicht durchschießen. Hilfe! Ich hab die Army auf mich gehetzt. Hab eine! Nur noch 10.000 übrig! Erstmal die, die mich von der Seite versuchen abzuschießen. Drohnen sind ja noch schlimmer als die Spinnen. Alter, wie soll ich die denn treffen? Ich sehe sie ja kaum. Gammel die da einfach in dem Feuer. Da ist wieder einer. Ich glaube, ich sollte hier einfach durch, weil ich glaube, die spawnen hier unendlich. Wenigstens schadet die Explosion denen. Okay, die Schrotflinte ist voll. Wieder ein Licht. Hier kommen definitiv keine Spinnenlines. Ja, Sport in meinem Gewicht! Die Explosion macht auch mir Schaden, habe ich übrigens gerade eben bemerkt. Und ich habe mal eben kurz auch auf den Chat geguckt. Okay, ich sollte wirklich nach Möglichkeit versuchen, auf der Sichtfeld zu bleiben, weil sie ist es ultra nervig, wenn ich mich einmal sehe. Was? Was? Okay. Oh, Kettenmunition. Und Granaten. Ich glaube, ich habe noch eine Rakete übrig, die ich verballern kann. Ich höre die Biester doch schon wieder. Okay, jetzt ist auf jeden Fall mittlerweile Nacht. Ich sollte, wenn möglich, das nächste etwas mit einer Rakete abschießen. Du Scheiße! Ja. Wenn noch mehr von den Dingern auftauchen, ne? Da will ich eine Gehaltserhöhung. Ich habe den Rakete reingeschossen und das den nicht gejuckt. Und da kommt wieder der Friedrich. Ja! Ja, sicher!
Verriss meine Raketen! Die Dinger will ich sofort weghaben. Die halten zwei Raketen aus, die Dinger. Muss man auch mal eben kurz sagen. Ja? Darfst ruhig alarmiert sein, aber komm nicht in meine Nähe. Haben wir! Diesen Schatz helfen wir mir! Warum darf ich die aufheben? Ich glaube, ich muss die Viecher erst alle wegschießen. Kann auch nur so treffen, wie ich hier durch das Ziel kurz sehe. Okay, zwei sind down. Ja! Mach deinen Todeslaser auf, Fisch! Ich will das Scharfschützengefährt jetzt endlich mitnehmen. Ich gehe schon extra nah ran. Ich habe mich erstmal um das Ding gekümmert. Ich glaube, ich muss wirklich erst das Gebiet hier freiräumen. Ansonsten mache ich eben kurz einen Neustart, weil es könnte auch ein Bug sein. Ich kaputt, verdammt! Ich kann noch ein paar Granaten mitnehmen. Bitte, darf ich das jetzt mitnehmen? Was zum Geier muss ich tun, damit ich das mitnehmen darf? Ich glaube, jetzt ist es verbuggt. Ich mache eben kurz einen Neustart. Bitte, um Himmels Willen, ich will das da mitnehmen. Was zum Geier muss ich tun, um das mitnehmen zu dürfen? Jetzt durfte ich mitnehmen. Das Scharfschützengewehr ist ein kraftvolles und. Ach, ich darf nur zwei Waffen dabei haben. Es bietet halbautomatisches Feuer mit einem Dreischussmagazin. Das moderne Visier zeigt an, wenn ein Gegner erfasst wurde. Ich darf nur zwei Waffen mitnehmen. Also entweder das Sturmgewehr. Oder Scharfschützengewehr. Eins von beiden müsste ich mich jetzt entscheiden. Auf jeden Fall macht das ordentlich Schaden. Okay, dann weiß ich ja jetzt, wo der Fehler lag. Die Frage ist, was hat das Teil an Nebenwaffen? Also kann ich da auch irgendwie Raketen beispielsweise reinpacken oder habe ich hier nur auf dem Sturmgewehr? Bei einer der beiden Waffen muss ich ja, wenn, fürs Scharfschützengewehr eintauschen. Will ich die Raketen oder will ich die Granaten? Ich glaube, ich brauche das Sturmgewehr mehr als die Schrotflinte. Ich hoffe, mein Sturmgewehr ist jetzt nicht weg. Mein Sturmgewehr ist weg. Ich habe kein Sturmgewehr mehr. Okay. Keine Raketen mehr. Habe ich irgendwas wie einen Zoom? Ich kann ja auf jeden Fall die Easy damit wegsnipen, ne? Der rote Punkt ist doch das Teil, was ich anziele, oder nicht? Alter, wie viele Schuss ich brauche? Oder schieße ich einfach nur schlecht? Also die ist näher. Ich bin auch mega zittrig. Aber wenigstens weiß ich jetzt, was ich falsch gemacht habe. Warte. Ich mache nochmal hier Neustart.
Dann habe ich möglicherweise vielleicht mein Sturmgewehr nochmal da liegen. Okay, ich glaube, ich müsste einmal Ende machen und wieder neu. Und ich mache jetzt hier Ende. Wir haben 21.50 Uhr. Ich habe wenigstens gelöst bekommen, was ich falsch gemacht habe. Ich muss die seitlich einmal drauflegen, die Waffe. Das VR-Headset lege ich jetzt mal ab. Den Controller habe ich auch schon mal seitlich gelegt. Man hört vielleicht von der Akustik auch, dass ich jetzt stehe. War auf jeden Fall spaßig wieder heute. Ich hoffe, dass jeder beim Zuschauen genauso viel Spaß hatte. Ich bin dann jetzt weg. Ich weiß, dass keiner meiner Kollegen on ist, deswegen kann ich euch an keinen weiterleiten. Bis dann. Tschüss.